Herzlich willkommen zum oberösterreichischen Finanzführerschein. Ich bin Christina Grandl und ich bin Trainerin bei der Schuldnerhilfe Oberösterreich. Eigentlich sollte jetzt ich oder einer meiner Kollegen oder Kolleginnen bei euch persönlich in der Klasse stehen. Das ist aber momentan leider, wie ihr wisst, nicht möglich. Damit ihr trotzdem den Finanzführerschein machen könnt, habt ihr jetzt online die Möglichkeit, Wissen rund ums Thema Geld zu sammeln. Bevor ich euch jetzt etwas über den Finanzführerschein erzähle, möchte ich euch noch kurz die Schuldnerhilfe vorstellen. Ihr seht jetzt unser Logo eingeblendet. Die Schuldnerhilfe ist in zwei Bereiche gegliedert. Der erste Bereich umfasst die Beratung. Beratung für Menschen, die überschuldet sind und bei der Schuldenregulierung Hilfe und Unterstützung brauchen. Von Überschuldung spricht man übrigens dann, wenn man das Geld, das man jemandem schuldet, nicht mehr zurückzahlen kann. Außerdem bekommt man bei uns in der Beratung auch Hilfe und Unterstützung bei der Budgetplanung. Unsere Beratungen sind kostenlos und alles, was besprochen wird, wird vertraulich behandelt. Der zweite Bereich, das zweite Angebot der Schuldnerhilfe Oberösterreich, ist die Prävention. Prävention heißt Vorbeugung und da gibt es schon ganz viele Präventionsangebote, wie zum Beispiel Finanztrainings, Kurse, Workshops oder E-Learning, die alle dann in den Bereich Institut für Finanzkompetenz fallen. In diesem Bereich fällt auch der oberösterreichische Finanzführerschein. Warum gibt es den Finanzführerschein eigentlich? Da hat es sich bei uns in der Beratung gezeigt, dass auch schon Jugendliche und junge Erwachsene von Überschuldung betroffen sind. Ihr seht jetzt eine Statistik aus unserer Beratung eingeblendet, die euch zeigt, was so häufige Ursachen für Überschuldung sind. Der häufigste Grund, wie man hier gut sehen kann, ist der Umgang mit Geld. Also die mangelnde Budgetplanung, gefolgt von geringem Einkommen und Arbeitslosigkeit. Auch die Höhe der Durchschnittsverschuldung der 18- bis 25-Jährigen sieht man hier dargestellt. Die lag im Jahr 2019 bei knapp über 12.000 Euro. Da die Überschuldung schon bei vielen im jungen Erwachsenenalter beginnt, hat man sich vor circa 15 Jahren dazu entschlossen, Finanzbildung für und vor allem mit Jugendlichen zu machen. Und aus diesem Gedanken heraus ist dann der oberösterreichische Finanzführerschein entstanden. Der Finanzführerschein gliedert sich in insgesamt 5 Modulen zu je 2 Unterrichtseinheiten. In jedem Modul steht ein zentrales Thema im Vordergrund. Wichtige Themen sind beispielsweise der Geldüberblick, um einen guten Umgang mit Geld zu erlangen, finanzielle Alarmzeichen erkennen und darauf zu reagieren, aber auch zukünftige Lebenskosten sind Thema im oberösterreichischen Finanzführerschein. Wenn ihr mindestens 3 der 5 Module gemacht habt, dann bekommt ihr von uns das Zertifikat zum oberösterreichischen Finanzführerschein. Hebt euch dieses Zertifikat bitte gut auf und schreibt auch zukünftig in euren Lebenslauf oder in eure Bewerbung, dass ihr den oberösterreichischen Finanzführerschein absolviert habt. So, und jetzt seid ihr schon kurz davor, selbst loszustarten. Bevor es losgeht, erklärt euch meine Kollegin Katharina Grenn noch Details zu den E-Learning-Kursen und zu den Lernnuggets. Die E-Learning-Kurse und Lernnuggets zum Finanzführerschein findet ihr auf der Homepage der Schuldnerhilfe unter www.schuldner-hilfe.at. Auf der Homepage findet ihr unter dem Menüpunkt Angebot, Finanzbildung, E-Learning alle E-Learning-Kurse und Lernnuggets, die ihr für den Finanzführerschein braucht. Wählt euren Kurs aus, indem ihr auf Lesen Sie mehr klickt. Auf der Kursseite bekommt ihr einen kurzen Überblick über den Inhalt. Ihr könnt den Kurs auf 2 Arten durcharbeiten.
Wählt den Kurs ohne Sprecherin, wenn ihr den Kursinhalt selbst lesen wollt. Wählt den Kurs mit Sprecherin, wenn ihr euch die Kursinhalte vorlesen lassen möchtet. Diese Variante dauert etwas länger. Klickt auf die Version eurer Wahl und startet den Kurs. Zu Beginn benötigen wir noch einige Daten für unsere Statistik. Und nun weiter zum Kurs. Zu Beginn gibt es noch einige wichtige Hinweise zur Navigation im Kurs. Danach noch einen kurzen Inhaltsüberblick. Und nun geht es so richtig los. Arbeitet euch gewissenhaft Seite für Seite durch den Kurs. Um den E-Learning-Kurs abzuschließen, müsst ihr noch ein paar Fragen im Abschlusstest beantworten. Dies ist jedoch nur möglich, wenn ihr tatsächlich alle Kursseiten gewissenhaft durchgearbeitet habt. Wurden einige Seiten übersprungen oder nur kurz angesehen, werden sie nicht als bearbeitet gewertet und verhindern das Abschließen des Kurses. Auf der Kursübersichtsseite könnt ihr kontrollieren, ob tatsächlich alle Seiten bearbeitet wurden. Nicht erledigte Seiten könnt ihr anklicken und nacharbeiten. Sind alle Seiten im Kurs abgehakt, geht es weiter zum Abschlusstest. Mit ein paar richtig beantworteten Fragen habt ihr den Abschlusstest auch schon erledigt. Tragt hier bitte euren Namen ein, damit euer Kurszertifikat erstellt werden kann. Diese Bestätigung könnt ihr ausdrucken oder als PDF speichern. Nun seid ihr am Ende des E-Learning-Kurses angelangt. Sollten beim Bearbeiten der E-Learning-Kurse oder Lernnuggets Schwierigkeiten auftauchen, findet ihr unter dem Menüpunkt Technische Hinweise oder den FAQ erste Lösungsansätze. Wollt ihr uns Rückmeldungen zu den E-Learning-Kursen oder Lernnuggets geben, könnt ihr dies unter dem Menüpunkt Feedback E-Learning machen. Katharina und ich wünschen euch im Namen der Schuldnerhilfe alles Gute und frohes Schaffen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns auch zu einem der Module persönlich in eurer Klasse.